Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen sehr leckeren Zitronenkuchen mit Pistazien für euch. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So, wir brauchen Eier, wir brauchen grob gemahlene Pistazien und Pistazienmus, wir brauchen Mehl, hier habe ich Zucker und Vanillezucker, Zitronenschalenabrieb und Zitronensaft, zerlassene Butter, Öl, Joghurt, Milch, Backpulver und Natron. Eier werden nun zusammen mit Zucker und Vanillezucker weißcremig geschlagen. Das dauert so 3-4 Minuten. Dann kommt der Joghurt hinein, hat man hier gerade nicht mehr ganz gesehen. Die Milch kommt hinein, außerdem natürlich das Öl, die zerlassene Butter. Die Butter darf natürlich nicht mehr heiß sein, nur noch lauwarm oder zimmerwarm. Zitronensaft und jetzt wird alles so kurz wie möglich hineingerührt. Nun kommen Mehl, Backpulver, Natron und gemahlene Pistazien hinein. Wenn ihr kein Natron da habt, könnt ihr den Teil auch durch Backpulver ersetzen. Zum Schluss kommt das Pistazienmus und die geriebene Zitronenschale hinein. Und Pistazienmus ist natürlich kein Muss, aber der Geschmack, ich sag's euch, der wird intensiver. Wir brauchen eine eckige Kastenform, die habe ich eingebuttert und ausgemehlt. Der Teig wird dort hineingefüllt und dann bei 170 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für circa 50 bis 60 Minuten gebacken. Sollte dann auskühlen, bevor er von der Form gestürzt wird und dann kommt dieser Moment, wo der Kuchen aussieht wie ein Brot. Und ja, also wegen der Farbe und so auch, ne? Naja, ich habe mir dann noch einen Zuckerguss natürlich zurecht gemacht. Einfach Puderzucker mit Zitronensaft vermischen und dann über den Kuchen verteilen. Wer möchte, dekoriert dann noch mit ein paar gehackten Pistazien und ein paar Zitronenschalen. Fertig ist der leckere Kuchen. Probiert ihn unbedingt aus. Schickt mir eure Bilder. Jetzt viel Spaß und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!